Morgen. Heute ist der 2. Juli. Ja, wir sind gestern Abend gegen 20, 21 Uhr hier in Pretzlau im Kanu- und Radverleih angekommen. So eine kleine Hütte kann man sich mieten. Tennis kann man spielen hier. Etwas größere Hütten kann man auch. Küche. Ja, sehr schön gelegen, schön aufgeteilt alles. Wunderbar. Hier haben wir uns dann niedergelassen. Ja, ich sage, gehen wir mal runter zum Wasser, vielleicht sehen wir was. Und hier sind Kanus, muss ich ausleihen. Wenn ihr mit dem Auto anreisen oder Fahrrad, mit dem Fahrrad anreist, lässt man das hier stehen. Man kann sich die Karten Kanu nehmen, zu einer anderen Stelle hinfahren und die bringen ihnen sogar das Fahrrad dann hinterher. Oder je nachdem, man auch die Kanu wieder ab. Sehr flexibel. Wir sind aufgestanden von einer Weile und jetzt machen wir hier Frühstück gleich. Ich habe mein Zelt schon abgebaut. Sven baut noch. Er hat seinen Radl erstmal auf Vordermann gebracht. Ja, und so sieht es hier tagsüber aus. Nicht viel anders. So, es ist jetzt 10.30 Uhr. Wir verlassen das Camp Solaris. Und unser Weg führt uns jetzt am Uckersee entlang, Richtung Warnitz. Oh, Katze! See. Und da hinten in der Ferne liegt Prenzlau. Wespe in die Lippe gestochen, aber wir haben ein Stück Zwiebel drauf gemacht, jetzt geht es einigermaßen. Weiter jetzt Richtung Seehausen.
überfahren wir die Ucker. Jetzt in Seehausen. Seehotel Huberto. Hier ist die Eisenbahnstrecke Berlin-Stralsund. Warnitz verlassen. Jetzt geht es weiter Richtung Steglitz. Her. Erreiche gleich Steglitz und da wollen wir mal schauen, ob Doritas Gartenbistro kommt. Da werden wir ein bisschen angeschwollen von dem besten Stich. Da kommt er. Wir nach Steglitz. Hey, Doritas Bistro. Ja? Ja, ja. So eine, wenn die auf hat. Ja? Wenn sie auf hat. So, wir wollen jetzt Dorita
das. Warum musste man anstehen, weil die einen untersucht haben oder erst alle Daten? Nein, also so, nach Mittagspause in Doritas Gartenbistro geht es jetzt weiter Richtung Angermünde. So, jetzt überfahren wir die Autobahn kurz vor Angermünde. Hier hoch und runter. Jetzt kommen wir zu dem Blumenberger Fischteichen. Teichen. Kurz vor Angermünde. So, wir sind jetzt, wie gesagt, an den Blumenberger Teichen oder Fischteichen, weiß nicht. Viele Vögel sind heute nicht drauf. Da hinten ist ein einsamer Schwan. Ja, kurz vor Angermünde. Da werden wir dann einkaufen und dann geht es Richtung Oder weiter. Oder ein heißer Radweg ein Stück. Da suchen wir uns an eine Stelle. Gesundheit. Hier sitzen Gänse und Schwäne. Ohrdommeln. Schilfdommeln, wie die heißen hier. Und zwar sind das die Blumenberger Teiche. Ein Schwan ist ein Jung. Ja, so sieht's aus hier. Ein kleines Wehr zur Wasserregulierung für die Teiche.
ist an dieser Baumstamm hier. Da hinten ist Uwe. Guckt sich hier die Wege an und Wetterlagen. Alles internetmäßig. Ja. Damit uns auch geglaubt wird, wo wir hinfahren wollen. Hier steht. Angermünde. Das ist unser Zwischenziel. 7 Kilometer noch. Also als Zwischenunfallnation Knotenpunkt 6. Hier ist die Blumenberger Mühle. Ein Restaurant. Kommen wir nach Kerkow. Kurz vor Angermünde. So, wollen wir erstmal hier bei Shell Luft nachfassen. Angermünde sind wir jetzt noch einkaufen gewesen im Netto und Getränkemarkt. Und jetzt geht's weiter Richtung Boda. Verlassen wir Angermünde wieder. So, Angermünde haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wollen noch mal einkaufen. Kleinigkeiten für zum Abendbrot zwischendurch. Wölkendorf. Unterhalb befindet sich der Brausteiner See. Der Weg geht da weiter nach Paarstein. Und wir machen jetzt wahrscheinlich gleich eine kurze Rast, wenn jetzt Wind da ist. Da ganz da hinten kommt er. Schöner Schotterweg, lässt sie nicht so gut fahren.
10 Kilometer. Und da hinten kommt Sven. War jetzt eine kleine Pflasterstraße. Wir sind jetzt in Parsteinsee. Dann haben wir gleich die Oder erreicht. Und dann geht es weiter Richtung Süden. Oder ein heißer Radweg. Wir verlassen Parstein und gleich eröffnet sich der Blick aufs untere Odertal. Jetzt eröffnet sich der Blick ins Odertal. Abfahrt hier. Hohen Saaten. Haben wir die Oder erreicht? Da seht ihr sie. Die Oder. So, wir sind jetzt hier in Hohen Saaten angekommen und die Oder liegt uns zu Füßen. Jetzt erreichen wir Hohen Wutzen. Hier ist der Grenzübergang. Hohen Wutzen. So, jetzt erreichen wir gleich den Fuchsbau. Trinken wir vielleicht noch einen Hefeweizen. Noch einen kleinen Zwischenstopp in Hohen Wutzen am Fuchsbau. Jetzt sind wir weiter auf Quartiersuche. Quartier haben die schon lange gefunden. Auf der Wiese. Sportmodus, flache Auflage, die Arme. Zum Abend noch ein paar Kilometer machen.
sind wir auch schon mal wieder an der Deichscharte. Mit den schönen Fachwerkhäusern. Unseren altbewährten Platz oder bei Ostern schon mal waren, vor letztes Jahr glaube ich. Schön versteckt hier hinterm Schilf. Wurzeln uns jetzt was zu essen. Gibt heute eine weiße Bohnensuppe. Schon haben wir noch ein paar Krakauer reingeschnippelt, Sven hatte die gemacht. Und dann lassen wir uns das schmecken. Waren heute so knappe 100 Kilometer, kein Regen, wieder schön warmes Wetter, also alle top. Und da hinten ist schon der Mond. Na, wo ist er? Sieht man gar nicht auf der Kamera. Ah, da ist er. Top Platz hier, schön versteckt. Da knallen schon die Bierdosen. Herrlich. Oh, ist der vorletzte Tag heute. Vorvorletzte. Morgen haben wir noch einen und Samstag einen halben. Bis dann. So, heute gibt es einen weißen Bohneneintopf. Mit Würstchen noch reingeschnitten, angebratene. Und Tomatenmark. Und ein bisschen würzig gemacht, serbische Art. Sven scheint es zu schmecken, wie es aussieht. Wunderbar. Super Sache. Das gibt uns Kraft für den nächsten Tag. Das gibt uns die Kraft. Ganz wichtig. Ja. So, dann essen wir mal in Ruhe, wa?